Talk About It, der Hackerschool-Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hackerschool-Podcast Talk About It. Bei mir ist heute Wiebke Weber von der Allianz. Grüß dich, Wiebke. Hallo Julia, grüß dich, ich freue mich. Wer bist du, was machst du beruflich, mal so für Nicht-ITlerinnen erklärt? Ja, ich heiße Wiebke Weber, ich bin 49, manchmal verheimlichen Frauen ja ihr Alter, aber ich finde, das kann man hier ruhig preisgeben in der Runde. Und ich arbeite bei der Allianz in der IT, großes Betätigungsfeld, aber um das einzuschränken, was mache ich? Ich bin der Chief Information Officer und das ist schon der erste Fehler in der Aussage, ich bin nämlich die Chief Information Officer. Das heißt, ich kümmere mich um all die IT-Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in der Holding haben. Das sind in der Allianz ungefähr 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Wünsche haben an ihre Arbeitsplatzausstattung, also Laptops, Mobiltelefone etc. pp. Das ist so ein großes Schwerpunktthema. Das andere ist, ist auch viel Regulatorik, viele Anforderungen, insbesondere auch von der BaFin, der Banken- und Finanzaufsicht, wie ein IT-Unternehmen zu führen ist. Das geht rund um das Thema Sicherstellen von Compliance-Anforderungen. Das geht darum zu sagen, okay, wie machen wir Projektmanagement? Wie stellen wir einfach sicher, dass keiner in der IT Unfug macht? Und jetzt mag die oder der ein oder andere von euch vielleicht fragen, ah, hier Cybersecurity, Information Security, das machst du doch auch dann bestimmt als ITlerin. Nein, das mache ich nicht. Also das ganze Thema Cybersecurity ist bei uns ein separater Bereich. Da kümmern sich Kolleginnen und Kollegen drum, mit denen wir aber natürlich eng zusammenarbeiten. Also man kann das nicht mehr so ganz trennscharf halten, weil über jedes IT-System natürlich auch Security-Anforderungen laufen. Warum bist du in den Tech-Bereich gegangen? Was reizt dich daran? Was reizt mich daran? Vielleicht muss ich dazu knapp mal 30 Jahre zurückblättern in meinem eigenen Lebenslauf. Ich habe Physik studiert und ich habe im Physikstudium gelernt und es auch genossen, so komplexe Sachverhalte versuchen zu verstehen. Also was hält die Welt zusammen? Was stecken da für Geheimnisse dahinter? Und wie kann man einfach komplexe Dinge strukturieren? Und eine Sache, die sich heute immer noch so durchzieht wie ein roter Faden in meinem Leben ist, ich will mal das Problem verstehen. Also am liebsten habe ich ein Whiteboard bei mir im Büro. Mit Corona war das ein bisschen schwierig, dieses Problem lösen ohne Whiteboard, das Klassische. Und ich sage immer, mal mir das Problem auf oder beschreib es mir. Und so bin ich nach dem Studium erstmal in eine Unternehmensberatung gekommen und habe da so die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge auch besser verstanden. Und vor allen Dingen habe ich da Projektmanagement auch verstanden. Aber immer wieder habe ich gemerkt, ich bin dafür gemacht, Probleme zu lösen und neue Ideen zu finden, also innovative Lösungen auch zu finden oder innovative Ideen zu haben. Physiker sind die, die rumexperimentieren, die probieren Sachen aus, stellen fest, Mist, funktioniert nicht, nochmal neu machen. So. Und dieses innovative, kreative habe ich mitgenommen und was man kaum glaubt, ja, Stereotyp Physiker, wenn wir jetzt mal Schublade aufmachen, denkt man, ja, das sind die Nerds mit der dicken Brille und den Birkenstocks. Die gibt's auch, aber es gibt auch ganz viele Physiker, die verstanden haben, sie können Probleme nur lösen, indem sie mit Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam an Dinge rangehen. Und das habe ich, so ein Typ bin ich. Ich habe eine große Fähigkeit, Menschen zu begeistern für das, was ich mache und gemeinsam eben diese Lösung zu beschreiten. Und so bin ich dann aus der Unternehmensberatung in die Industrie gegangen, vom Karriereweg. Ich bin immer in der IT gelandet, obwohl ich das nie geplant habe. Wirklich. Aber ich merke, dass ich da super aufgehoben bin, dass ich einen Zugang zu den Menschen habe und zu den Themen und bin jetzt seit mehr als 5 Jahren bei der Allianz. Ein super spannender Weg. Dass die Physiker genau solche Spielkinder sind wie die ITler, hatte ich noch gar nicht so präsent, aber es klingt sehr, sehr überzeugend. Was denkst du denn, warum ist ein leichter Zugang zu IT so wichtig heutzutage? Ich glaube, dass das Thema IT mehr oder weniger schon unser Leben von Kindheit an irgendwie beeinflusst. Also wenn ich sehe, wie Kinder ganz intuitiv mit einem Mobiltelefon umgehen oder mit einem iPad, mit einem Tablet, ohne jetzt Product Placement zu machen,
ist das was ganz Natives geworden. Und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist heutzutage gar nicht mehr vorzustellen ohne IT. Ich habe auch Großteil meines beruflichen Lebens in der Telekommunikationsbranche verbracht. Und das ist so wirklich, Kommunikation ist das eine, dann natürlich auch Bankentransaktionen. Also ich kann heute jegliche Art von Transaktionen, Finanzgeschäfte auch in der IT betätigen, über Endgeräte. Ich sehe das auch bei meinen Eltern, die sind jetzt Ende 70, wie hilflos die sind, wenn der Rechner mal nicht läuft. Ja? Und das ist, glaube ich, so fundamental wichtig. Eine Welt ohne IT können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Jeder, der vielleicht mal eine Woche in den Bergen wandern war und dort zwangsweise Digital Detox macht, weil kein Mobilfunkempfang entsteht, der merkt auch, das ist für uns heute schon also wirklich ein Entzug. Ja, es ist ja eigentlich unvorstellbar. Vor 20 Jahren gab es noch keine Mobiltelefone. Aber was ich damit sagen will, das ist so ein Aspekt der IT und natürlich, man merkt das jetzt auch, sicherlich auch bedingt durch das Thema der Kriegsgeschehnisse, die wir erleben, auch das Thema Energieversorgung etc. pp., wie wichtig auch hier die IT ist in vielen Themen, wie viel Energiebedarf IT auch braucht. Also man darf das nicht vergessen, der Betrieb eines Data Centers, wie viel Energie da reinfließt, um die ganzen Server zu kühlen. Und nochmal zurückzublicken auf das Thema, was ich anfangs auch sagte, Security und IT, das hängt so stark miteinander zusammen, dass man auch da verstehen muss, wie man sich auch schützt, also im privaten Umfeld und natürlich umso mehr in einem betrieblichen Kontext. Was sind denn für dich die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts? Also was braucht ein junger Mensch heute, um sich vielleicht auch Richtung Berufswelt wirklich gut und auch nachhaltig orientieren zu können? Ich kann persönlich nur sagen, und ich hatte am Wochenende erst wieder die Diskussion, was soll ich studieren? Ging es um die Fragestellung Physik oder Elektrotechnik. Und ich habe gesagt, studiere das, wofür du Leidenschaft empfindest. Also wirklich zu sagen, folge deinen Leidenschaften. Und wenn jemand sagt, ich weiß noch nicht, was ich am Ende mache mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, nicht gleich zu schauen, wie kann ich das in Geld ummünzen, welchen Job mache ich dann, ja, also in welchen Industriezweig steige ich ein. Das ist so vielfältig, da entwickelt sich so viel. Und ich glaube, was total wichtig ist, für junge Menschen ist zu sagen, tauscht euch untereinander aus, sprecht mit ganz vielen Menschen, sprecht auch darüber, was wollt ihr machen, auch wenn es nicht stereotypisch oder untypisch ist. Und vor allen Dingen verliert diese Neugierde nicht und den Mut, immer wieder Dinge zu hinterfragen, also immer wieder zu sagen, warum macht man das so oder wie können wir es besser machen und Dinge nicht immer hinnehmen und sagen, das ist so, das haben wir schon immer so gemacht. Und das find ich total, total wichtig an der Stelle. Und für sich halt auch immer wieder Muster zu erkennen und zu sagen, das stärkt mich, darin bin ich gut, das möchte ich besser machen und zu sagen, okay, ich sage immer, aus einem Gewichtheber wirst du keinen Balletttänzer machen. Ja? Also stärken und die Defizite, die man hat, akzeptieren, so ungefähr. Mein Vater sagte immer, Mäuschen, mach dir nichts draus, eine dünne Kuh ist auch kein Reh. Ja, bildhaft gesprochen. Ja, da habe ich sehr viel mitnehmen können. Hattest du denn auf dem Weg auch in die Physik, auch später in die IT, selbst auch mal Vorurteile und Zweifel, mit denen du dich auseinandersetzen musstest, ob das wirklich dein Weg ist? Ja, spannende Frage. Also erstmal bist du als Physiker ja sowieso schon in der Minderheit. Das ist ja schon mal so das eine. Das Spannende im Studium selbst, im ersten Semester in der Vorlesung, hat der damals schon sehr betagte Professor gesagt, schauen Sie sich um. Am Ende des Semesters wird einer von Ihnen hier nicht mehr sitzen. Also Ihr linker Nachbar, Ihr rechter Nachbar oder Sie selber, einer von Ihnen dreien, wird am Ende des Semesters hier nicht mehr sitzen. Und so war es auch. Was mir gezeigt hat, ist für mich, Erfolg zahlt sich aus und auch im Endeffekt Leistung zahlt sich aus. Also ich habe glücklicherweise nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie benachteiligt wurde im Studium, weil ich eine Frau war, weil das Thema Frau in der Physik war, wir waren 10% und man war eher froh, dass man uns hatte. Wobei man sagen muss, die Physikerpartys an der Uni wurden immer zusammengelegt mit Psychologie, dann war es auch wieder ausgeglichen im Verhältnis zu den Weiblein.
Und Biologie, die waren auch mit dabei, genau. Also von daher waren wir dann irgendwie in ein Weiblein balanciert. Ich habe mir nie vorstellen können, CIO zu werden. Und ich weiß auch nicht, wo meine Reise noch hingeht, weil meine Neugierde treibt mich an und mir fallen noch viele Dinge ein, die ich bewegen kann. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, seinem Wertesystem zu folgen, seiner Neugierde. Und ja, es gibt viele Hindernisse. Und ich will das Thema Frau in der Industrie oder Frauen in Führungspositionen auch einfach mal ganz offen ansprechen. Es ist einfach biologisch so, Frauen müssen einfach mal eine Pause machen, wenn sie Kinder zur Welt bringen, sich um die Kinder kümmern. Und wir sind bei Weitem noch nicht dort, wo wir sein sollten in unserer Idealvorstellung. Es tut sich vieles, ja, es tut sich wirklich vieles. Aber da müssen wir einfach auch schauen, dass wir Frauen da auch besser zusammenhalten, uns mehr austauschen an der Stelle. Ich selber habe auch Frauennetzwerke, ich habe auch Mentoring für junge Nachwuchsführungskräfte, um einfach immer wieder auch das Thema anzusprechen und zu sagen, hey, ich fühle mich benachteiligt. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob man IT ist oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen auch das Thema Frauen gerade angesprochen. So ist das bei mir gewesen in der Nutshell. Ich habe es nie geplant, CIO zu werden. Ich freue mich riesig, mir macht es mega viel Spaß. Und jeder Karriereweg ist auch anders. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig vielleicht an der Stelle. Man kann Sachen nicht kopieren. Ja? Man kann sich Vorbilder anschauen, aber keiner von uns, egal welches Vorbild er hat, wird jemals so sein, weil wir alles Individuen sind. Was denkst du denn, ist die Rolle von Netzwerken? Also vielleicht auch unter dem Nebengedanken mit Frauen, aber was ist die Rolle von Netzwerken, um auch wirklich die Position zu erreichen, wo man so einen richtig guten Job macht und auch richtig Lust darauf hat? Also ich bin jetzt seit 1998 im Berufsleben und das ist eine meiner wichtigsten Erfahrungen, wie wichtig es ist zu netzwerken und was bedeutet Netzwerken? Netzwerken heißt vertrauliche, also es hat natürlich immer einen gewissen Abstufungsgrad. Ich habe ganz enge Netzwerke, ja, ist genauso wie mit Freundschaften. Ich habe auch weiter lockere Netzwerke. Aber sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu finden und über die Zeit intensivieren sich auch diese Gespräche und werden vertraulicher. Also Vertrauen kann man ja auch nicht auf Knopfdruck erzielen, das ergibt sich. Und ich sage immer, man kann nicht genug Kaffee trinken im Unternehmen. Was meine ich damit? Also lieber sehe ich meine Mitarbeiter, genau, oder Tee oder den entkoffeinierten, laktosefreien Kaffee, genau. Nein, was meine ich damit? Also lieber habe ich meine Mitarbeiterinnen unten in der Kaffeebar und sehe, wie sie sich mit anderen austauschen, weil man kann darüber so viele Probleme lösen. Und es geht immer um das Zwischenmenschliche. Also das ist auch das Wichtige zu sagen, wie kriege ich Dinge aus der Welt geschafft? Nochmal auf den Blick, Netzwerke stärken sich. Und ich habe die Erfahrung gemacht persönlich, aber wie auch bei anderen, Karrieren werden auch nur über Netzwerke gemacht. Ja, ich glaube auch, dass der Anteil sehr, sehr stark ist. Was unser großer Wunsch ja auch ist durch die Hacker School, ist auch die Rolle der Unternehmen nochmal neu zu definieren. Auch nicht nur durch Netzwerke letztendlich digitale Bildung zu stärken, sondern eben halt auch durch die Übernahme von Verantwortung. Wie siehst du denn da auch die Rolle von Unternehmen, auch so hinsichtlich digitaler Bildung, auch lebenslanges Lernen? Was können Unternehmen tun, dass wir auch da noch einen großen Schritt weiterkommen? Ja, total spannende und ganz relevante Frage. Ich sehe uns als Unternehmen da auch tatsächlich in einer Pflicht. Wenn ich mich noch dran erinnere an meine Schulzeit, damals hieß es, nach der Schule kann man Jura studieren. Da habe ich mich gefragt, was ist denn Jura? Weil das habe ich in der Schule nicht gelernt. Und was will ich damit sagen mit dem Beispiel? Wir erleben so vieles, wo wir junge Menschen darauf vorbereiten sollten, weil sie es in der Schule einfach nicht lernen können und nicht sehen. Und wir haben bei uns in den Unternehmen auch viele engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einfach auch was zurückgeben wollen, ja, die einfach sagen, it's payback time. Und ich selber, mir geht's ja auch so im Mentoring-Bereich insbesondere zu sagen, it's payback time. Und wir können als Unternehmen Wissen investieren, wir können Zeit investieren, wir können unsere Netzwerke investieren und wir können natürlich auch an der einen oder anderen Stelle Geld investieren. Und ich finde das so wichtig, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und auch im Sinne des Unternehmens. Also wenn man sich heute den Arbeitsmarkt anschaut, nehmen wir irgendwie jede abgedroschene Frage um das Thema Talente. Ja, es ist so. Also
Wir müssen natürlich auch schauen, wie wir als Arbeitgeber attraktiv sind. Und das meine ich eben auch damit, gar nicht nur mit Hochglanzfolien irgendwo zu werben, sondern sich wirklich zu präsentieren, wirklich zu zeigen und die Türen zu öffnen. Und gerade wir als Allianz haben da auch einiges wirklich im IT-Bereich, was wir tun, was super, super spannend ist. Und da rede ich nicht nur von Programmierung. Das Feld ist riesig groß. Ja. Liebe Wiebke, vielen, vielen Dank für deine Gedanken. Ich habe das wie immer sehr genossen, mich mit dir auszutauschen. Und ich bin total gespannt, was wir auch Hamlet Hacker School und Allianz alles auf die Beine stellen können. Also einfach danke für deine Unterstützung. Gerne, Julia. Hat mir total Spaß gemacht. Und ich weiß, wir zwei werden uns wiedersehen und wiederhören. Und ich freue mich auch schon riesig drauf. Super, danke. Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Show Notes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hacker School. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.